meine Lieben, wir haben soeben eine neue Brand New School Box bekommen. Und die ist ganz schön schwer. Wir machen sie mal zusammen auf. Schauen wir mal, was drin ist. Das ist immer eine große Überraschungskiste. Wirklich groß, ne? So, ich mache die Seite. Da-da-da-dam. So, und so. Jetzt steht da, Hinweis, erreicht dich deine Coolbox innerhalb von 2 Tagen. Nicht, dann gelten die Mindesthaltbarkeitsdaten. Ja, ist klar. Deshalb muss man auch vorher mal angeben, ob man das jetzt Mittwoch oder Donnerstag nehmen möchte oder Donnerstag oder Freitag. Man darf es auch nicht an eine Packstation kommen lassen, eben weil es gekühlte Lebensmittel sind. Da ist immer so eine Broschüre dabei. News zum Advent heißt es diesmal. News zum Advent. Und hier ist Werbung von Bergader drauf. Und den Rest lassen wir uns mal überraschen. Das ist jetzt so richtig gut verpackt mit, wie heißt diese Isolierfolie hier. Und dann noch das Packpapier. Und dann sieht es so aus. Schauen wir mal, was drin ist. Da haben wir also von Petrella Frischkäse, Jubiläums-Petrella in neuer Verpackung. Ich weiß nicht, ist da ein bisschen mehr drin vielleicht? Es scheint mit Schnittlauch zu sein. Und vielleicht Chili. Könnte Schnittlauch und Chili sein. Jetzt schauen wir mal hier rein, was das ist. Ja, Jubiläums-Petrella 1,59 für 110 Gramm. Der kommt von nun an in einer neuen Verpackung daher. Der Jubiläumsfrischkäse aus 100% gentechnikfreier Milch mit frischen Kräutern, Paprika und Knoblauch ist immer ein frischer Genuss, egal ob als cremiger Brotaufstrich, Topping für Fingerfood oder als frische Kick für Soßen und warme Gerichte. So, dann als nächstes haben wir Yakult. Das ist gut fürs Immunsystem, heißt es, mit Milliarden Lactobacillus casei Shirota. Ja, der Professor Shirota hat die ja entdeckt und die sind recht teuer, das weiß ich. Mal schauen, was dazu hier steht. Ah, hier. 3,29 für 6 x 65 Milliliter. Yakult Plus unterstützt dich bei einem guten Lebensstil. Jedes Fläschchen des Magermilchgetränks aus Japan enthält Milliarden einzigartiger Shirota-Milchsäurebakterien, die den Darm lebend erreichen. Yakult Plus enthält zusätzlich Vitamin C für dein Immunsystem und 69% weniger Zucker als Yakult Original. Braucht eigentlich gar keinen Zucker, ne? Oh, naja. Ah, da ist ein frischer Teig drin, Flammkuchenteig. Jetzt im neuen Design, 100% Dinkel, backfertig auf Backpapier von Tante Fanny. Die sind immer toll, diese Frischteile, muss ich sagen. Die schmecken immer wunderbar, da gab es schon diverse von. Bei Brand News, wo ist er? Hier unten. Da steht Tante Fannys frischer Dinkel Flammkuchenteig. Knusprigen Genuss gibt es mit dem Tante Fanny Dinkel Flammkuchenteig aus 100% Dinkel. Der Dinkelteig ist eine leckere Alternative zum klassischen Teig aus Weizenmehl und ganz nach Geschmack mit allerlei Zutaten belegbar. Belegst du ihn zum Beispiel mit Äpfeln und Zimt, wird daraus ein winterlicher Leckerbissen. 1,99 für 260 Gramm. Gibt es auch ganz neu seit Oktober im Handel. Dann haben wir hier von Müller Power Corner Quark-Joghurt-Mix, Nüsse und Schokoballs. Mit ganzen Nüssen. Die Nüsse sehen aus wie Mandeln. Gut, Haselnüsse und Mandeln, denke ich mal. So sieht es von hinten aus. Und so von vorne. Jetzt mal hier hin. So. Was sagt der Text? Da oben. 99 Cent für 180 Gramm. Eine leckere Zwischenmahlzeit mit Power. Der Müller Power Corner Schokoballs kombiniert cremigen Quark-Joghurt-Mix und Müsli mit ganzen Nüssen. Für den schokoladigen Geschmack sorgen im Müsli enthaltene Schokoballs. Der Quark-Joghurt-Mix enthält wertvolles Protein. Die Nüsse sorgen für Biss und Ballaststoffe. Dann haben wir noch was mit Dinkel. Spinat-Ricotta. Wie heißen die? Pasta, diese gefüllten
diese gefüllten kleinen Dinger. Wie heißen die denn? Na, wie nennt man die? Ich weiß auch nicht. Jetzt. Gut, wir lesen den Text mal. Manchmal sind Wörter weg aus meinem Kopf. Wo mögen sie sein? Ist auch wie die verlorenen Socken in der Waschmaschine. Ne? So verliert mein Gehirn auch schon mal Wörter. Vielleicht ist das eine Alterserscheinung. Bitte, du musst es jetzt nicht mit dem Kopf nicken. Das war gemein. Also, hier steht. Hier stehen Steinhaus Dinkelpasta Spinatricotta 2,99 für 230 Gramm. Die gab es auch neu seit September. Die frische Dinkelpasta Spinatricotta von Steinhaus überzeugt mit 100% deutschem Dinkel, der nicht nur sehr bekömmlich ist, sondern der Pasta mit seinem fein nussigen Aroma noch das gewisse Extra verleiht. Abgerundet wird die Pasta durch die Füllung aus cremigem Ricotta, leckerem Spinat und knackigen Pinienkernen. Wie nennt man das denn, wenn man so in den Nudelteig irgendwas reintut? Fällt mir gerade überhaupt nicht ein, das gibt's auch nicht. Doch, noch eine andere erscheinen. Was haben wir hier? Von Gutfried, die feine Geflügelfleischwurst. Ach, echt jetzt Wurst? Die packen sonst nie echte Wurst rein, ne? Sonst haben wir doch immer so vegetarische oder vegane Alternativen, die übrigens sehr lecker schmecken, muss ich sagen. Nee, es ist echt Geflügelfleisch drin. Wirklich wahr. Also Geflügelfleischwurst, die feine. So sehen die Scheibchen aus. Unser Original. Man kann auch Weihnachtsgeld gewinnen. Helfer bis 15.09. Klickt das mal hin und tut das mal weg. Das sieht ja gar nicht so schön aus. Ne? Schauen wir mal, was es dazu zu sagen gibt. Gutfried Geflügelfleischwurst in Scheiben, die feine. Mit der Geflügelfleischwurst in Scheiben, die feine, bringt Gutfried sein bekanntes Original in ein neues Format. Sie überzeugt mit ihrem würzig feinen Aroma und schmeckt nicht nur als Begleiter auf dem klassischen Wurstbrot. Auch auf saftig würzigen Snack für zwischendurch kann man die Wurst genießen. Nee, als saftig würzigen Snack. 99 Cent für 100 Gramm. Ist immer noch einiges drin. So, hier haben wir also Heringantipasti mit Zitronenpfeffer. Das haben wir noch nie gehabt. Sieht komisch aus, bisschen, ne? Weil man es so nicht kennt, ne? Aber wenn wir testen. Heringantipasti mit Zitronenpfeffer, das ist wirklich wahr. Von Nadler. Lege ich das mal hier hin. Da ist es. 2,49 für 200 Gramm. Ist auch ganz neu im September. Hering neu interpretiert. Die hochwertigen Heringfiletstückchen werden für die Nadler Heringantipasti extra zart mariniert und von Hand mit Zitronenpfeffer und rotem Pfeffer verfeinert. In mundgerechte Stückchen geteilt entsteht so ein würzig frischer Genuss für jeden Fischliebhaber. Gut, lassen wir uns mal überraschen. Dann haben wir hier Garden Gourmet. Unglaublich, dass es Veggie ist. Incredible Hack aus Soja-Eiweiß. Roh. Die hatten wir noch nicht. Wir hatten andere vegane Burger schon. Noch keiner, der so richtig lecker war. Also was sehr gut schmeckt, ist dieses Schnitzel. Was aussieht wie Schnitzel und noch schmeckt wie Schnitzel. Aber kein Schnitzel ist. Ein super lecker Aufschnitt ist... Wie heißt diese Wurst noch? Mortadella von Mühlenhof. Genau, Mortadella von Mühlenhof. Aber die vegetarisch ist. Die ist irgendwie aus Eiweiß gemacht. Also nicht vegan, sondern wirklich nur vegetarisch. Die ist aber wirklich... Und die Salami davon, das schmeckt wirklich original. Ja, das ist jedenfalls von Garden Gourmet. Unglaublich, dass es Veggie ist. Wie viel sind da drin? Wahrscheinlich 2 Patties, ne? Werden wir testen. Nach Hackfleischart. Nach Hackfleischart. So, ich esse äußerst selten Fleisch. Mir liegt auch nichts Besonderes dran. Deshalb brauche ich eigentlich auch nicht unbedingt Alternativen, die aussehen wie Fleisch und schmecken wie Fleisch. Aber für richtig begeisterte Fleischesser, die also auf Fleisch weitestgehend verzichten mögen,
ist das eine tolle Sache, finde ich. So, die kosten 3,49 für 200 Gramm. Mit dem Incredible Hack bietet Garden Gourmet eine vegane Alternative zum Hackfleisch. Es sieht aus wie rohes Hack, schmeckt herzhaft saftig und lässt sich auch so formen und vielseitig zubereiten. Dafür sorgt die speziell abgestimmte Mischung aus Soja, natürlichen Pflanzen- und Fruchtsaftkonzentraten. Ah, das sind gar keine Patties. Man kann das selber entweder zum Patty machen oder Bolognese oder sowas draus machen, was auch immer man möchte. Auflauf. Viele Sachen. Gut, weiter geht's. Ah, da ist noch was in Papier eingepackt. Ein großer Pott. Möhren-Ingwer-Suppe. Hatten wir schon mal von einer anderen Firma. Die ist hier von Lenas. Frische Möhren-Ingwer-Suppe. Von frischen Möhren mit Ingwer. Hoffentlich nicht zu viel Ingwer. Wenn es zu scharf wird, dann ist das so eine Sache. Aber Möhren liebe ich ja. Ich gucke gerade, ob ich ein Datum sehe. Ja, auch 19.12. ist das halt. Sieht schön aus, ne? Ganz tolle Farbe. Sehr appetitlich. So, hier unten ist sie. Einfacher Suppengenuss. Die vegetarische Möhren-Ingwer-Suppe von Lenas Küche wird aus frischen Möhren hergestellt und in einem mikrowellengeeigneten, recycelbaren Spezialbecher abgefüllt. Die cremige Suppe aus reifen Möhren und frischem Ingwer kommt ohne Konservierungsstoffe oder Geschmacksverstärker aus. 2,99 für den halben Liter. Schön, schön. Jetzt haben wir hier zwei Puddings. Schokoladenpudding mit Sahnehaube und weiße Schokoladenpudding mit Sahnehaube. Weiße Schokolade ist echt Mörder. Mörder. Die stelle ich mal nebeneinander. So. Müller Schokoladenpudding mit Sahnehaube. Der Müller Schokoladenpudding mit Sahnehaube stillt deine Sehnsucht nach einem schokoladigen Dessert. Jeder Becher enthält Pudding mit geschmolzener Schokolade für einen vollmundigen Geschmack, gekrönt von einer Sahnehaube. Wie frisch aufgeschlagen. Schoko oder weiße Schoko, für beide Geschmäcker ist gesorgt. 79 Cent für 180 Gramm. Jetzt kommt ein großes Butterfass von Le Président. Meersalzbutter mit echten Meersalzkörnern. Die ist wirklich eiskalt, denn daneben, das macht Brandnuss immer toll bei der Coolbox, da sind so richtige Gelpacks mit drin. Auch nicht wegschmeißen, da ist kein Wasser, das ist echt so Gel drin. Und das hält super lange eiskalt. Die kann man also wiederverwenden, ne? Kann man gut weiterverwenden. So, dazu sagen wir, es ist Butter mit Meersalz. Moment, ja. Die Président Meersalzbutter wird in der Normandie hergestellt und kombiniert beste Sahne und echte Meersalzkristalle zu einem einzigartigen Geschmackserlebnis. Die französische Butterspezialität sorgt auf frischem Baguette für geschmackvolle Verwöhnmomente oder verfeinert Crêpe zu kulinarischen Hochgenüssen. Ich habe ein kleines Problem, ich mag weder Butter noch Margarine irgendwie aufs Brot oder so. Muss ich mal gucken. Aber es gibt ja andere Leute, die Butter mögen oder Margarine. Ja, das war das. Dann haben wir hier noch einen Teil und zwar Almzeitnussig, ein Käse von Bergader. Nussig in hauchdünnen Scheiben offenbar, 150 Gramm, haltbar bis 7. Januar. 5. Januar. So, ich packe die mal aufeinander. Und da steht 179 Gramm, nee, 1,79 für 150 Gramm, ist neu seit August. Bergader mal, nee, Almzeitnussig. Durch die neue Verpackung entführt dich der Bergader Almzeitnussig nun in die Welt der Berge. Hergestellt aus frischer Alpenmilch aus der Region, ist er von Natur aus laktosefrei. Schnell und einfach lässt sich mit dem Käse ein köstliches Brötchen belegen. Er schmeckt aber auch gut zu Nudeln und Fleischgerichte. Das war alles, was drin war. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 13 Produkte. Die hat gekostet, ich glaube, 11,99. Aber ich schreibe das noch unten drunter gleich. Und ja, ich denke, das war echt den Preis wert. Da sind ja ganz tolle Sachen dabei. Ne?
Und da wird auch nichts von weggeschmissen. Sollte etwas dabei sein, was wir nicht mögen, dann findet sich immer jemand in der Familie, der es mag. Übrigens ist die ganze Box natürlich noch ausgeschlagen mit diesem Isolierzeug. Und hier ist auch noch so ein Paket mit Eis drin, mit Eisgel, und das hält echt lange. Ja, das kommt dreimal im Jahr, die Coolbox. Und ja, wir mögen die gerne. Ne? Die gab es bis zum letzten Jahr auch immer, übrigens viermal im Jahr, jetzt nur noch dreimal. Okay. Ja, unten in der Infobox werde ich alles reinschreiben. Und ich habe jetzt entdeckt, wie man zum Schluss des Videos das so macht, dass man meinen Kanal abonnieren kann. Das ist dann hier oben. Und da links stelle ich euch noch andere Videos vor. Nein, eigentlich macht das der Computer alleine. Aber ich bin jetzt dahinter gekommen, wie man ihm sagt, dass er das machen soll. Ich bin nicht so schnell mit den Sachen, aber immerhin, jetzt habe ich es begriffen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einen netten Kommentar hinterlasst und mir ein Abo gebt und einen Daumen hoch. Ja, und dann sehen wir uns demnächst wieder. Tschüss.